Ja, herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Kamera für die beste deutsche TV-Serie. Dankeschön. Wie überrascht waren Sie denn und wie groß ist die Freude? Sag, sprich du, ladies first. Ich war, irgendwie wünscht man sich, aber ich war total überrascht. Ich war überrascht. Ich war sehr überrascht, weil ich hab Bad Banks gesehen und Beat gesehen und das fand ich schon sehr gut, beides, in seiner Unterschiedlichkeit. Und war eher überrascht. Ich habe, ehrlich gesagt, mit Bad Banks gerechnet. Ich war irgendwie überrascht. Es wurde vorhin schon auf der Bühne gesagt, die deutsche Serie wird immer, immer besser. Ja, was ist denn das Tolle, das Neue, das Besondere an der Pass aus Ihrer Sicht? Es ist so schwer, wenn man selber dabei ist. Ich finde die anderen Sachen so toll. Das Ganze hat über 8 Folgen Kraft und Herz und ich glaube überraschende Wendungen. Perspektivenwechsel. Gut gemacht. Und wir hatten, und irgendwie scheint das da mitzuschwingen, wir hatten auch in den 5 Monaten, die wir das gedreht haben, wir hatten eine gute Zeit. Wir hatten das Ganze hatte einen Geist. So anders kann ich nicht sagen. Und irgendwie scheint sich das, das war meine Hoffnung, scheint sich das so ein bisschen auch zu erzählen. Nach dem Lesen von wie viel Drehbuchseiten wussten Sie eigentlich, ja, das ist ein Projekt, wo wir dabei sein wollen, das würde uns reizen? Das weiß man ja immer ziemlich schnell. Ja, also ich wusste es, als ich gehört habe, dass das der Aufzereck, ja, der österreichische Ermittler ist. Aber ich frage mich bis heute, wo der Haken ist. Bis heute frage ich mich das. Aber jetzt nicht mehr. Ich meine, die ganze Zeit, es ging alles irgendwie, es gibt ja selten so Situationen, wo alles so irgendwie... wir hatten Glück mit dem Wetter, wir hatten Glück mit den Kollegen, wir hatten Glück mit der Regie, wir hatten Glück mit der Kamera, wir hatten, und das hat alles auf Augenhöhe funktioniert und irgendwie, und das, die Bücher waren auch schon gut, also es gibt keinen Haken. Der Pass ist jetzt nicht nur Sieger der Goldenen Kamera, sondern auch so gut angekommen, dass Sky schon die 2. Staffel bestellt hat. Sind Sie wieder dabei? Die Frage in welcher Form, nicht? Also gibt ja alles beim Film, aber also wir wissen wirklich nicht, wie es weitergeht. Die schreiben es gerade erst. Ich denke irgendwie, vielleicht sind wir eine Erinnerung, vielleicht ist es ein, wie heißt das, Prequel? Oder? Prequel? Was davor ist? Könnte ja auch sein. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber die Möglichkeit besteht, ja. Wie fanden Sie die Verleihung? Was war für Sie ein emotionaler Höhepunkt? Ich fand Greta Thunberg schon, das fand ich schon groß, ne? Das war für mich und so Vanessa Redgrave. Ja, Vanessa Redgrave sowieso. Ja, Greta Thunberg war für mich und das Erkennen meiner eigenen riesigen Unfähigkeit, wieder mal, was das Thema anbelangt. Bin ja auch hierher geflogen, hätte ja auch mit dem Zug fahren können. Aber es schärft das Bewusstsein und ich werde einiges verändern. Jetzt im Ernst. Sollte man auch. Und Schlussfrage, wie lassen Sie die Nacht ausklingen? Relativ viel Alkohol nehme ich an. Ausnahmsweise wieder mal. Nee, so lang wird es nicht. Wird es bei dir lang? Ich weiß noch nicht. Okay. Ich freue mich jetzt. Also, ein bisschen mal ein paar Leute treffen, ja. Nach dem doch langen Abend und ja, vielen Dank für das Interview und viel Spaß heute Nacht. Ja. Gleichfalls. Danke, ebenso. Tschüss.